Der Dieselmotor hat für den heutigen Verkehr größte Bedeutung. Der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel reicht im Jahre 1893 seine Patentschrift für einen neuartigen Verbrennungsmotor ein. Der Erfinder Otto, dessen bekannten Vergasermotor wir hier zum Vergleich heranziehen wollen. In der Mitte Zylinder und Kolben. Links das Zündgerät und rechts der Vergaser. Das vom Motor angesaugte Gemisch wird nach der Verdichtung durch eine Zündkerze entzündet und verbrannt. Also, ansaugen, verdichten, zünden, ausschieben. Beim Dieselmotor benötigen wir kein Zündgerät und deshalb auch keine Zündkerze. Dafür aber verdichten wir höher, das heißt, wir machen den Hubraum kleiner. Durch diese höhere Verdichtung erfolgt ohne Zündgerät eine Selbstentzündung des eingespritzten Brennstoffes. Auch den Vergaser brauchen wir nicht, denn beim Dieselmotor spritzen wir den Brennstoff flüssig ein. Der Dieselmotor saugt gewöhnliche Luft an. Nun spritzen wir mit Hilfe einer Pumpe durch eine besondere Einspritzdüse den Kraftstoff, es ist Gasöl, in den Zylinder. Nun verfolgen wir noch einmal die Arbeitsvorgänge im Dieselmotor. Also reine Luft wird angesaugt. Bei der Verdichtung wird sie so heiß, dass der eingespritzte Brennstoff entzündet wird. Dann folgt der Arbeitstakt und Ausschieben der verbrannten Gase. Ein brennendes Streichholz entzündet Gasöl nicht. Um zu brennen, muss es erst fein zerstäubt werden. Mit der gleichen Brennstoffmenge fährt der Dieselmotor weiter als der Ottomotor. Das ist das Schema einer Dieselanlage. Das Gasöl nehmen wir aus dem Kraftstoffbehälter mittels einer Förderpumpe. Die Pumpe fördert das Gasöl zuerst zum Kraftstoffreiniger. In Natur sieht sie natürlich anders aus als im Schema. Der Kraftstoffreiniger beseitigt alle Schmutzteilchen, die leicht zu Störungen an der Einspritzdüse führen können. Wie macht er nun das? Links oben tritt das Gasöl ein und muss durch den Filtereinsatz. Links unten kann der abgefilterte Schlamm abgelassen werden. Der reine Brennstoff fließt nun rechts zur Einspritzpumpe. Die Einspritzpumpe hat die Aufgabe, das erforderliche Gasöl in den Zylinder zu spritzen. Das ist allerdings ein größerer Apparat, denn wir können nicht, wie beim Ottomotor, mit einer Pumpe alle Zylinder mit Brennstoff versorgen. Deshalb ist für jeden Zylinder ein Pumpenelement vorgesehen. Dies ist das Prinzip der Drehkolben-Einspritzpumpe. Sie wird durch einen Nocken gesteuert. Nun wollen wir einmal ein Pumpenelement näher betrachten. Auch hier sehen wir einen Kolben und einen Zylinderraum. Rechts den Kraftstoffzulauf. Oben ein Druckventil, damit aus der Druckleitung nichts zurückfließen kann. Nun geht der Kolben nach unten, öffnet die Zuflussleitung und drückt den Kraftstoff durch das Druckventil zur Düse. Betrachten Sie den Vorgang genau. Um aber eine bestimmte Motorleistung zu erzielen, müssen wir die Brennstoffmenge beliebig größer oder kleiner werden lassen. Deshalb ist an dem Pumpenkolben eine schräge Nute angebracht. Man nennt sie Steuerkante. Das ist der Pumpenkolben
stark vergrößert. Wenn wir langsamer fahren wollen, nehmen wir das Gaspedal zurück. Dadurch wird der Kolben nun etwas zurückgedreht, sodass die schräge Kante beim Vorübergleiten die Zuflussleitung erreicht. Bis zu diesem Punkt wird Kraftstoff gefördert. Geht der Kolben weiter, dann fließt der Kraftstoff wieder zurück. Wollen wir nun noch weniger Kraftstoff fördern, so verdrehen wir den Kolben, bis zum Schluss die Nute mit der Zuleitung dauernd in Verbindung bleibt, sodass endlich kein Kraftstoff weiter gefördert wird. Der Fliehkraftregler hält den Motor immer in bestimmten Drehzahlen, sowohl beim Leerlauf als auch bei Volllast. Wenn der kleine Gang eingeschaltet ist, und zwar beim Bergauffahren, dann läuft der Motor mit hohen Drehzahlen. Was für ein Auspuffballen. Wo steckt hier der Fehler? Wir müssen den Kraftstoff früher einspritzen und auch früher zünden, damit er zur Verbrennung genügend Zeit hat. Dies können wir ganz einfach durch Verstellen der Antriebswelle bei der Pumpe erreichen. Am besten machen wir das vom Führersitz durch Verstellen eines kleinen Hebels. Wir verfolgen den Weg des Brennstoffes weiter. Von der Pumpe wird der Kraftstoff zur Einspritzdüse gedrückt. Nun sehen wir uns die Einspritzdüse an. Zunächst ist der Düsenstock. Dann haben wir die Düse, die durch die Überwurfmutter festgehalten wird. Und jetzt die Düsennadel. Darauf setzen wir einen Druckbolzen. Und darauf die Druckfeder. Darüber die Einstellschraube. Damit können wir die Federspannung und dadurch den Einspritzdruck ändern. Links haben wir die Zuleitung mit dem Druckrohrstutzen und darüber den Anschluss für das Lecköl. Wenn auch die Düsennadel sehr fein gearbeitet ist, so können wir es nicht vermeiden, dass kleine Mengen von Lecköl den Weg längs der Nadel nehmen. Den Weg des Kraftstoffes können wir jetzt durch diesen kleinen Pfeil hier beobachten. Hat die Pumpe den Kraftstoff mit dem nötigen Druck versorgt, so wird die Düsennadel von ihrem Sitz gehoben. Einmal ganz nahe gesehen wird Ihnen klar, dass auch die Form des Brennstoffstrahles nicht willkürlich sein darf, denn der Zylinderraum soll möglichst gleichmäßig mit dem Brennstoff ausgefüllt werden. Eine andere Düse, die sogenannte Zapfendüse, spritzt den Brennstoff in einer anderen Form ein. Erfährt sie einen Stoß oder einen Schlag, oder ist sie sogar verschmutzt, dann kann der Motor sehr leicht versagen. Sie können sich selbst davon überzeugen. Hier eine gut gepflegte Düse. Und nun eine vernachlässigte Düse. Um die Verbrennung noch günstiger zu gestalten, wendet eine andere Bauart noch eine zusätzliche Vorkammer an. Hier gelangt der Kraftstoff nicht gleich in den Zylinderraum, sondern wird erst in die Vorkammer gespritzt. Der Vorgang, der eigentlich im Zylinder erfolgen soll, findet aber schon in der Vorkammer statt. Hier wird die Luft schneller erhitzt und damit der Brennstoff entzündet. Das in der Vorkammer entzündete Gemisch wird jedoch nicht vollständig verbrannt, sondern vorher in den Zylinderraum gewirbelt. Hier tritt nun die gewünschte Durchmischung von Kraftstoff und Luft ein. Diese Bauart hat ihre bestimmten Vorteile. Was durch die Düse nur unvollkommen gelingt, wird bei der Einspritzung in die Vorkammer erreicht. Eine noch bessere Durchwirbelung des Brennstoffes.
Der Einspritzdruck der Pumpe kann durch die Entzündung des Brennstoffes in der Vorkammer niedriger gehalten werden. Achten Sie doch bitte auf den Zeiger des Manometers. Zum Vergleich den Vorgang der direkten Einspritzung. Hier ist der Druck wesentlich höher. Mittels einer Glühkerze, die wir vom Führersitz bedienen können, muss der Motor angelassen werden. Ist der Motor angesprungen, dann muss die Glühkerze sofort ausgeschaltet werden. Eine andere Bauart des Dieselmotors nennt man Luftspeichermotor. Die in dem Luftspeicher verdichtete Luft entzündet hier zuerst den Brennstoffstrahl und drückt das Brennstoffgemisch nun in den Zylinderraum. Dies ist der Wirbelkammermotor. In diesem Falle kommen wir der gewünschten Durchwirbelung wohl sehr nahe. Besonders bewährt hat sich diese Vorkammer mit temperaturregelndem Einsatz. Alle diese Kammern haben den Zweck, den Brennstoff mit der Luft zu einem schnell entzündbaren Gemisch zu verwandeln. Der Dieselmotor zeichnet sich durch Wirtschaftlichkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Mit diesen Vorzügen hat er sich in allen Ländern durchgesetzt.